Heute bei der Sitzung der FED geht es um mehr als reine Geldpolitik. Es geht um Politik und dadurch könnte diese ganze Geschichte heute doch viel spannender werden, als die Märkte bisher annehmen. Denn da sind manche Herrschaften massiv unter Druck und müssen möglicherweise diesem Druck ein bisschen folgen. Aber dazu gleich mehr. Jerome Powell jedenfalls kämpft heute auch um sein Amt, denn seine Amtszeit, die läuft im Februar 2022, also um und bei in 3 Monaten ab. Und normalerweise ist Anfang November die Zeit, wo der US-Präsident dann seinen Kandidaten für den FED-Sitz bekannt gibt. Jerome Powell wurde von Sid Donald am 2. November damals nominiert. Und es wird wohl auch sehr, sehr bald dazu kommen, dass Joe Biden sich dazu äußert. Das hat er jetzt gesagt. Er wird die Nominierung fairly quickly vornehmen, also sehr, sehr bald vornehmen. Und er sagt, ich habe viel drüber nachgedacht über die Nominierungen. Also es scheint alles andere als klar, wenn man diesen Worten folgt, dass es wirklich weiterhin Jerome Powell sein wird. Dann auch andere Aussagen noch von Joe Biden, etwa, dass die Löhne stärker gestiegen seien als die Inflation. Sachlich leider falsch. Aber sei es drum, dann ein Angriff auf die OPEC. Ja, die hohen Ölpreise seien wegen der OPEC, weil die sich weigere, mehr herzustellen, etc. etc. Jedenfalls ist Joe Biden jetzt unter Druck, nachdem die Republikaner die Gouverneurswahlen in Virginia gewonnen haben, mithin also die Demokraten, die Partei von Joe Biden, diese Wahl verloren hat. Das ist ein erstes Zeichen, dass der Druck auch auf Joe Biden größer wird. Die erste Wahl nach der Präsidentschaftswahl geht ziemlich krachend verloren, 54-45%, so das derzeitige Ergebnis für den Republikaner. Das ist auf jeden Fall ein Rückschlag. Und jetzt muss also Joe Biden irgendwie sein Infrastrukturpaket hinbringen, dieses Build Back Better Programm, das ja so schwierig ist, weil auf der einen Seite die Linken sind, die Progressives, und auf der anderen Seite die moderaten Demokraten, die sagen, naja, also hier nicht diese totale Verschuldung, also versucht Joe Biden zu lavieren. Und das dürfte auch gelten für die Nominierung des Fed-Chefs. Wer denn jetzt der neue Chef wird oder der alte eben bleiben soll. Und wir wissen, dass aus der Linken, nämlich bei den linken Demokraten wie Elizabeth Warren, hier starke Vorbehalte gegen den Fed-Chef Jerome Powell existieren. Er sei ein gefährlicher Mann, so hatte es vor einigen Wochen Elizabeth Warren gesagt. Powell also auf der linken Seite der Demokraten nicht gerade gut angesehen. Man macht ihn verantwortlich für Exzesse. Und ja, da haben wir ja ein paar gesehen, nicht nur, dass FED-Mitglieder selber aktiv mitgezockt haben. Dementsprechend muss Joe Biden möglicherweise in diesem ganzen Kampf um dieses Build Back Better Programm Rücksicht nehmen auf die linken Teile der Demokraten und denen möglicherweise einen Gefallen tun, indem er möglicherweise dann Lyle Brainard vorschlägt. Die Chance derzeit etwa 29%, dagegen die Wettmärkte noch mit 68% bei Jerome Powell. Aber da ist Politik, da ist Innenpolitik, da sind Kabale, da sind viele Ränkespiele, die da hinter den Kulissen stattfinden. Jedenfalls hat Biden schon mal ein Zeichen gegeben, indem er als neue Aufsichtschefin für große Banken eine Wall Street-Kritikerin hier nominiert hat. Also eine, die eher in Richtung Elizabeth Warren auf der Linken unterwegs ist, bei den Demokraten vielleicht ein Zeichen. Jedenfalls ist ein Fed-Chefwechsel dann immer so eine Geschichte, weil die Neuen machen dann oft Fehler, so wie bei Jerome Powell auch, der dann gesagt hat, Bilanzreduzierung, Autopilot, das haben die Märkte damals nicht gerade gutiert. Was wird kommen? Ja, es ist time to taper. Das wird sicherlich kommen. Die Frage ist, was wird er sonst noch sagen? Ich werde heute im Marktgeflüster vor der FED-Sitzung, die ja um 19 Uhr ist, 19:30 Uhr dann die Pressekonferenz, werde ich also im Marktgeflüster, das heute früher stattfinden wird, eben wegen der FED-Sitzung, werde ich da noch einen genaueren Ausblick geben. It's called the Fed Game. Das ist das, was auf jeden Fall hier zu erwarten ist. Und Janet Yellen hat sich geäußert zu dieser ganzen Geschichte und es ist extrem bezeichnend, was sie gesagt hat. Sie sagte, wenn die Märkte wütend wären oder unzufrieden wären mit der Person, die hier nominiert wird oder die dann Fed-Chef wird, dann sollte diese Person auch nicht nominiert werden. Wenn also die Märkte damit unzufrieden sind, Janet Yellen hat nicht gesagt, die Wirtschaft, sondern sie sagt, die Märkte, damit gibt sie zu, um was es wirklich geht, nämlich um die Märkte, um nichts anderes. Dieses ganze Gequake mit der Wirtschaft, wir helfen der Wirtschaft, ist Bullshit, sondern es geht lediglich um die Finanzmärkte.
Und Janet Yellen möchte offenkundig jemand, der für die Finanzmärkte gut ist. Die Finanzmärkte haben ja auch gejubelt, als Janet Yellen, die als grundsätzlich ziemlich dovish gilt, dann Finanzministerin wurde, nachdem sie vorher ja Fed-Chefin wurde. Hier mal ein kleiner Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist. Wir lassen die Zinsen bei Null. Es gibt keine Inflation und wenn, ist sie nur transitory, also vorübergehend. Und es gibt keine Assetblasen und wenn es sie doch gibt, dann haben wir von der Fed nichts damit zu tun. Das ist Ironie, wie Sie vielleicht bemerkt haben sollten. Jedenfalls Aktien auf Allzeithoch, Home Prices auf Allzeithoch, also Hauspreise, Kryptos Allzeithoch, Löhne Allzeithoch, Jobangebote Allzeithoch, Inflation höchster Stand seit 30 Jahren, aber sowohl die Fed als auch die Bundesregierung in den USA schmeißen Gelder in die Märkte ohne Ende. Das wird sicherlich gut gehen und wir sehen eben, und das könnte Jerome Powell auch schaden, diese Exzesse, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Gestern die Aktie von Avis, mehrere 100% gestiegen, dadurch der Dow Jones Transports um sagen und schreibe 14,5% gestiegen. Avis ist in diesem Dow Jones Transports damit der größte Anstieg der Geschichte, das muss man sich mal vorstellen. Dann gestern nachbörslich Bed Bath & Beyond, inzwischen auch ein Meme-Stock geworden, hat auch sich massiv erhöht, über hunderte Prozent sind da mal eben draufgekommen, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, man wird Buybacks machen, also Aktienrückkäufe. Ich dachte, Aktienrückkäufe spielen gar keine Rolle für die Aktienmärkte. Nein, offenkundig doch. Wir sehen also diese Exzesse, die hier stattfinden und Brand Kutschuber von Spot Gamma, einer extrem guten Optionsanalyseplattform, sagte, diese extremen Bewegungen, die sind inzwischen so verbreitet, wir hatten Ähnliches bei Tesla, wir hatten gestern Avis und Bed Bath Beyond und so weiter und so fort, dass sie die Märkte in einen instabilen Zustand bringen. Was wir sehen, ist hier eine Art kranker Bullenmarkt, wo Exzess und Gier offenkundig Normalität werden. Und ich versuche Ihnen gleich mal ein paar Dinge zu zeigen, die diese Exzesse in einem anderen Kontext erscheinen lassen. Gestern ja Allzeithochs bei den Aktien hatten wir bereits gesprochen. Den Aktien merken das erste Mal, dass alle Indizes, nämlich Dow, S&P, Nasdaq, Dow Transports und Russell, das erste Mal seit Weihnachten im Prinzip 2019, dass alle gleichzeitig so gestiegen sind. Hier unten sehen wir nochmal den Avis-Chart der Aktie Avis, diesem Autovermieter seit 1985. Extrem krass. Fear and Greed Index jetzt bei 78, es herrscht also Gier. Wir sehen auf der anderen Seite, Put-Call-Ratio geht weiter nach unten. Immer weniger Puts, immer weniger Bedürfnis nach Absicherung. Aber jetzt gucken wir uns mal an, was die Verantwortlichen in den Unternehmen sagen, nämlich die CFOs, die Finanzchefs der Unternehmen. Laut neuester Umfrage werden die immer pessimistischer, während die Aktienmärkte weiter steigen. Das ist der größte Rückgang, den wir jetzt sehen, des Optimismus bei diesen Finanzchefs in Firmen seit dem Corona-Crash und das bei einem Allzeithoch der Aktienmärkte. Es wird gut gehen und ein für mich sehr wichtiges Zeichen, was wir hier sehen, Zillow, eine amerikanische Immobilienfirma, die in den letzten Wochen und Monaten vor allem Flipping betrieben hat am Hausmarkt. Also man hat Wohnungen gekauft, Häuser gekauft, überhaupt nicht in der Absicht, sie selber dann eigentlich an Kunden zu bringen, sondern nur an andere zu verkaufen zu einem höheren Preis, an andere institutionelle Investoren. Und das ist schiefgegangen. Man hat hier in so Boomregionen wie Charlotte, Houston, Nashville, Phoenix, und da hat man massiv eingekauft und sieht jetzt, dass die Preise dort fallen. Man macht also massiv Verlust, muss jetzt 25% seiner Arbeitnehmer entlassen. Das ist so ein bisschen die Wiederholung, hat man das Gefühl, der Subprime-Krise von damals. Wir wissen ja, dass die Allzeithochs auch bei den Immobilienpreisen der Fall sind. Also das ist für mich schon ein Omen, was da im Schwange ist. Und wichtig auch, dass die Löhne zuletzt deutlich gestiegen sind, nachdem Jerome Powell das letzte Mal so richtig groß in der Öffentlichkeit war, Jackson Hole. Da sehen wir, dass eben die Löhne massiv gestiegen sind. Jetzt sagt ein Rekord von 74% der Amerikaner, es ist jetzt eine gute Zeit, den Job zu wechseln und einen besseren Job zu finden. Das ist auch sehr sprechend. Und hier sehen wir mal eine Umfrage der Europäischen Kommission unter Unternehmen. Wie schaut es aus mit Arbeitskräftemangel? Ist der vorhanden? Ja, der ist vorhanden. Das sehen wir hier. Labour ist hier hellblau.
Dunkelblau ist Equipment, schießt durch die Decke, also Materialmangel schießt durch die Decke. Ist Nachfrage das Problem? Demand? Nein, ist nicht das Problem. Das ist hier die rote Grafik oder der rote Strich, die rote, wie soll ich das sagen? Keine Ahnung, wie das sagen soll. Jedenfalls, das geht nach unten. Nachfrage ist nicht das Problem. Angebot ist das Problem und zwar von Arbeitskräften wie auch eben von Material. BMW hat gesagt, also das wird sich noch weiter hinziehen. Und die inflationären Tendenzen im Bereich der Nahrungsmittel werden sich weiter hinziehen. Heute oder jetzt ein aktueller Artikel von Agrar heute. Düngerpreise in Höhen raus. Kommission, nämlich die Europäische Kommission, verweigert den Bauern Hilfe. Was ist da los? Dadurch, dass die Energiepreise so stark gestiegen sind, sagen die Düngerproduzenten, das lohnt sich nicht mehr, stellen die Produktion ein. Dadurch steigt der Preis für Dünger massiv nach oben. Dünger ist extrem wichtig für eine effektive Nahrungsmittelproduktion. Ohne Dünger wären die Ernten deutlich, deutlich schlechter, könnten nicht ansatzweise die Bevölkerung ernähren. Das ist ein absolutes Warnsignal, dass wir jetzt bald vor einer massiven Explosion von Nahrungsmittelpreisen stehen. Kommen wir noch nach China, meine Damen und Herren. Wir sehen stärkste, höchste Zahl von Coronavirus-Fällen in China seit Wuhan. Wir sehen, dass Hongkong etwa jetzt alle Flüge segregiert, die nach China und von China kommen. Und wir sehen, dass die Hälfte der Flüge von und nach Peking gestrichen wurden. Also man hält dort fest an dieser Zero-Tolerance-Politik. Jetzt am 8. beginnt ja ein Treffen mit Xi Jinping, mit Parteigrößen, mit Lokalgrößen, das sehr, sehr wichtig ist. Möglicherweise hat er deswegen diesen Klimagipfel in Glasgow geschwänzt, weil er nämlich weiß, dass zu Hause sich etwas zusammenbrauen könnte. Wir sehen Schwierigkeiten bei den Immobilienentwicklern, die versuchen, ihre Assets zu verkaufen, um Cash zu generieren, bekommen sie aber nicht. Sie kriegen das Zeug nicht verkauft. Wir sehen, dass jetzt in den letzten Wochen seit Oktober die Preise massiv unter Druck kommen am chinesischen Immobilienmarkt. Das ist eine absolute tickende Zeitbombe. Und Jürgen Kremp etwa, der sagte, dass Xi Jinping nicht nach Glasgow zu dieser Klimakonferenz fliegen wollte, hat damit zu tun, dass er Opposition hat von Cliquen, roter Prinzen, die ihn absetzen wollen, die ihn gefährden. Deswegen traut er sich da nicht weg, weil er die Dinge unter Kontrolle halten will. Biden hat ja gesagt, ja, das ist ein absolutes Desaster, dass Xi Jinping nicht gekommen ist, nicht kommen wollte. Xi Jinping sagt, ja, ich habe angeboten, hier mich per Video zuschalten zu lassen. Das wollte man nicht. Das ist also sehr lustig. Wir werden morgen 18.30 Uhr mit Jürgen Kremp über all diese Thematiken sprechen, über Xi Jinping, über den Systemkampf mit den USA. Ich packe Ihnen schon mal den Live-Link, unter dem Sie das morgen ab 18.30 Uhr aufrufen können. Dann packe ich ihn unter das Video. Absolutes Must-See, meine Damen und Herren. Das müssen Sie sehen und Sie können auch diesen Artikel lesen, der frisch ist. Gaskrise vor Eskalation. Russland liefert weniger. Noch ist der Gaspreis, der zuletzt ja massiv gestiegen war, dann wieder etwas korrigiert hat, noch ist der entspannt. Aber hier ein hochrangiger Energiemanager sagt, oder ein Gasproduzent, wir haben schlichtweg nicht genug in die Infrastruktur investiert, sodass wir eben dieses Angebot derzeit nicht liefern können und deswegen bleiben die Preise hoch. Also das Ganze wird so schnell nicht vorbeigehen. Also zwei Links, die Sie unter dem Video finden. Erstens Jürgen Kremp morgen, China, Xi Jinping, der Systemkampf USA und eben diese Gaspreise. Ich werde, wie gesagt, das Video Marktgeflüster heute früher machen, so um und bei 18, 18:15, damit wir rechtzeitig dann bei der FED 19 und 19:30 bei der Pressekonferenz von Jerome Powell dabei sein können, die ich natürlich live abbilde, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.